So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS, genau. Muss ich mal so überlegen. So. So. So, wir sind immer noch nur Level 26. Sad Life. Aber wir sind da mittlerweile große Sprünge. Nein, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na gut. Na, naja, never mind. Wir haben gerade keine Mission. Stimmt, wir haben letzte Mission abgeschlossen. Wir haben 15 LKWs. Unser LKW sieht auch gut aus. So, das heißt, wir sind hier am Arsch der Welt. Ui, so ein Twibbel-Auflieger. Haushaltsgeräte. Boah, von ganz unten nach ganz oben. Boah, Alter, 220.000. Das ist schon, ja, einmal quer. Ja, das ist wirklich einmal komplett über die gesamte Map. Holy shit. Boah. Das werden wir doch im Leben nicht schaffen. Also machen wir's. Achso, halt, wo war es jetzt so? Mal gucken. Dann lassen wir uns für die Mission aber schön viel Zeit. Weil die wird halt hart dauern. So. Achso, wird auch noch nicht angezeigt. Aufträge. Die beginnt in Houston. Houston, we have a problem. Jetzt muss ich überlegen. Schnellreise. Die Frage ist, schaffen wir da, wo die eigentliche Mission beginnt. Deshalb das Schöne, dadurch, dass jetzt bei Schnellreise keine Zeit mehr vergeht, kann man das auch immer schön vor einer Mission machen, selbst wenn man da wenig Zeit hat. Weil vergeht halt keine Zeit. Es kann natürlich gerade sein, dass zwischen, ne, wir landen ja bei der Werkstatt, dass dann der Weg zu dem eigentlichen Abholen trotzdem noch zu lang ist und mehr als 2 Stunden dauert und dann der Auflieger Lot doch weg ist. Die Gefahr besteht natürlich. Gucken wir mal. Ja, siehst du, 1 Stunde. Wir müssen uns also actually beeilen. Von daher. Da wir gleich brave Bürger spielen, bin ich jetzt nur noch ein unbraver Bürger. Und guck mal, was unser LKW so bringt bei VMAX. So, noch 31, also nee, 31 Mal, genau. Okay, da unten geht es schon wieder runter. Schade, ich dachte, wir können schon durchrasen. Ja, gerade blinkt. Jetzt blicke ich nicht mehr. Ja, gut. So. Ich glaube, so einen Auftrag habe ich selbst privat noch nicht gemacht, oder? 220.000 schon. Vor allem, wie gesagt, einmal über die komplette Map. Also ich habe zwar schon komplette Map gemacht, ja, aber da gab es halt noch nicht Texas. So. Ist natürlich jetzt mit Texas nochmal wesentlich größer geworden. Von daher bin ich ja schon mal gespannt, wie. Zum einen, wie viele Meilen das sind. Und zum anderen, wie lange das denn halt wirklich dauert. Ich glaube mal schon, da werden wir mindestens. Also 8 bis 10 Folgen wahrscheinlich schon beschäftigt sein. Wie gesagt, zumindest solange wir es an alle, ne, an alle Limits und so halten, was ich jetzt einfach mal versuchen werde.
stockert aber auch gerade so. Was ist denn hier los? Oder ich fahre einfach zu schnell. Vorbei. Ich schon zu schnell fahren. Warum haben die jetzt grün? Warum kommen hier Autos? Aua! Warum sind da Ampeln? Dem schlimmsten Impact überstanden. Go straight on. Oh, neues Symbol. Was ist denn das? Sicherheitsüberprüfung. Oh. Weil Sicherheitsüberprüfung gibt es doch auch beim Zoll, aber die haben andere Symbole, ne? Scheinbar ist das hier so eine allgemeine Sicherheitskontrolle, also die halt. Von einem einfachen Firmengelände so. Und deswegen habe ich ein extra Symbol. Ha, wie die sogar gleich zwei Wiegestationen haben. Die Angeber. So, der Auftrag ist weg. Ah, er ist noch da. Yes! Kann man hier noch was konfigurieren? Mhm. Zum Beispiel ein Auflieger mit weniger Achsen, damit er wendiger ist. Ja, der Preis bleibt gleich. Geil, Digga, ich hab das Spiel geoutwibbelt. Mal gucken, ob wir noch einen besseren Auflieger haben. So einen Flachauflieger. Nee, ist leider kein kleiner. Nee, sind alle diese Tiefbettauflieger. Na gut. Dann nehmen wir halt den. So, und Auftrag annehmen. Let's go. Oh mein Gott, das wird heftig. Das wird dann wieder der größte Auftrag bisher oder aber der größte Flop. Hä, wo müssen wir hin? Ah, die dort hinten. Da hinten. Weil das Stockern jetzt aber gerade schon ganz schön heftig ist. So, mal gucken hier. So. Oh, ist ein Flieger. Da ist ein Flieger. So. Halt, stopp. Okay. Genau. Sehr nice. Weil das Schöne ist, die Fracht ist auch gar nicht so schwer. Und da wobei doch 13 Tonnen. Holy shit. War der andere nicht viel leichter? 13 Tonnen. Okay. Der wird erfegt. Hat einen Flotterfeger. Oh, kommt rum? Ja, ich komme rum. Ja, gut. So, wie sieht's aus? Wir brauchen 36 Stunden und haben 100 Stunden. Also weit mehr als genug Reserve. Das sieht gut aus. Jetzt will ich auch mal ganz kurz gucken hier. Wo zum Teufel führt uns die Strecke überall lang? Der braucht aber gerade ganz schön lange zum Laden, ey. Holy shit. Wir starten ja von unten. Und dann geht's hier überall per se erstmal schön auf der Autobahn lang. Das ist komplett Autobahn tatsächlich. Aber wenn hier oben ist keine Autobahn mehr.
Da sind Landstraßen. Können wir denn nicht einfach hier rumfahren? Guck mal, aber gerade mal zwei Stunden mehr. Achso, ihr schickt uns hier unten rum lang. Ich dachte eigentlich, dass er uns da lang schickt. Ja, das sieht auch besser aus. Genau, da fahren wir nämlich hier bloß von einer Autobahn zur anderen Autobahn kurz rüber. Und den Rest haben wir dann auch komplett Autobahn. Ist also eine sehr entspannte Strecke. Der Nachteil ist natürlich, gut, hätten wir so oder so, weil es halt eine Strecke, die wir hier schon komplett kennen. Aber hier oben ist komplett neu. Nur ich sehe halt auch keine andere Straße, die hier hochgeht, die sich gut anbietet. Wäre natürlich geil, wenn hier von da nach hier eine Verbindung wäre. Ne? Da könnte man die perfekt nutzen. Aber wer weiß. Vielleicht, wenn hier irgendwann dieses DLC kommt, kommt dann auch hier das Stück und vielleicht geht dann die Straße hier durch. Wer weiß? Gut, hier oben ist auch ganz schön Nebenstraße. Oh, Alter, erstmal gucken, wo geht die Straße überhaupt lang? Ah, boah, Alter, wie weit ist denn die Strecke, ey? Holy shit. Okay, dann wäre es hier vielleicht hier rum doch gar nicht so schlecht. Weil hier ist wieder sehr viel Nebenstraßen. Warte mal kurz, da gucke ich mal nochmal, wenn ich den hier rausnehme. Wobei, dann macht der ja auch keinen Sinn. Da kann ich gleich hier lang machen. Genau, dann bleiben wir nämlich hier auf der Autobahn direkt. Nee, wir fahren so oder so über die normale Straße. Also nur Landstraße geht leider nicht, nur Autobahn. Das ist nicht möglich. Das ist aber auch eine ganz schön lange Strecke, ey. Ich meine, hier oben fahren wir zum Glück fast komplett Autobahn. Schon richtig. Wir haben eigentlich nur hier unten den Bereich, wo wir dann ein bisschen über Stock und Stein fahren. Also hier, vor allem in dem Gebiet hier. Aber hier gibt es auch keine Autobahn, die wirklich einfach, ne? Hier fehlt halt eine Verbindung so. Das geht halt immer. Ich meine, wir könnten jetzt hier lang fahren, aber es ist halt hier ein extremer Umweg so. So, hier so in dem Bereich müsste eigentlich noch eine Autobahn lang führen. Dann wäre es geil. Und ich glaube mal, wenn ich jetzt hier eine Verbindung mache, dann wird es aber viel zu lang, ne? Ja, das ist nämlich 43 Stunden. Das bringt gar nichts. Das wird dann zu viel Zeit kosten. Dann nehmen wir die Route so, wie sie jetzt ist. Okay. Haben wir 38 Stunden, haben wir immer noch gerade mal 38% Usage. Ja, fahr doch mal. Ach, das dauert hier ewig. Dann halt nicht. Können wir jetzt auch. Oh, na gut, hätten wir eigentlich noch voll geschafft. Ich dachte, die Gelbphase ist kürzer. Können wir langsam mal ein bisschen Musiker machen. So und so.
Ach ja. Dann freue ich mich ja schon auf entspannte 8 bis 10 Folgen. Ja, wobei wahrscheinlich sogar eher mindestens 10 Folgen. I don't know. Alter, das ist ja hier richtig Stocker-Party. Lol. Ich glaube, ich schalte wirklich den Vitara aus. Ja. Erst jetzt, weg hier mit dir. Los, fahr! Gott. Raumfahrtzentrum Houston. Ja, warte. Warum fährt diese Hose rückwärts? Was ist bei deiner Geburt schiefgelaufen, sag mal? Jetzt baut er schon wieder einen Unfall. Oh Gott, Alter. Jetzt ist er dem anderen von hinten reingerast. Oh, das ist nicht gut. Oh Mann, ey. So, wir haben jetzt natürlich rot. Gibt es dabei irgendwo in der Nähe eine Werkstatt? Nee, ne? So rein zufällig. Ich meine, wir könnten jetzt hier rumfahren. Da könnte man da bei der Werkstatt vorbeischauen. Klingt nach einem Plan. Achso, gut, okay. Also trotzdem nach rechts. Na gut. Keep right
and then turn right. Turn right. Oh, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob ich mir den Otto merke und dann mal in der 1,47 direkt mal gucke, ob sich wirklich die Performance verbessert hat, ne? Das ist das hier der perfekte Ort zum Testen, weil das hier ist ja... Das ist ja wirklich... Da bist du ja bei Bilderbuch blätternd schneller. Wir haben auch echt wenig Luftdruck bei uns in der Leitung. Normalerweise könnte man so gar nicht losfahren. Naja. Ah ne, muss ich links bleiben. Sagst du ja schon früh. Da vorne ist die Werkstatt.
wo jetzt? Und das ist jetzt nicht einfach speichern hier. Ach da. Klar, erstmal mit 200 Milliarden teurem Equipment hier über Sandpiste rasen. Oh. Da haben wir Post bekommen. So. Noch mehr Schulden. Geil. So, wir würden aber an der Stelle auch gleich mal Pause, Feierabend für die Folge machen. Der darf jetzt wirklich sich langsam zu einer Freakshow. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Genau. Bis dann.